Der Wasser wird mir doch mal so liebevoll gestaltet. Dann können wir auch. Ja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt sagen lang. Okay. Mhm. Dass die sich nicht wundern, dass sie unterbrechen. Nö, ach. Dass sie so. Mhm. Mhm. Say what again? You see those generators over there? Okay. Aber warum? Repair them and the sweet candy will flow again. I see. Okay. So don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Good. Without sweetness, our relationship will die. Yeah. Right. Just throw us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Men. When was the last time you took somebody for taking care of everything in your home? And when have you shown me some appreciation for working overtime to support your family? Huh? Mm-hmm. Huh? Yes, it's well, time. Jeder hat so ein bisschen mit Schritt, ne? Mm-hmm. Exactly. Now, turn on. Ich weiß nicht, wie oft ich dir am Tag denke, dass du irgendwie schon um 6 Uhr morgens wach bist und irgendwie alles machst. Natürlich ein bisschen unfreiwillig mit um 6 Uhr auf sein. Oh. Aber dass du dann halt alles machst. Okay, die Frage ist nur, wie kommen wir. Wie kommen wir dahin? Wir sind wahrscheinlich wieder schwimmig, schwimmig. Oh, da ist ein Fisch. Das ist ein bisschen geil. Ui! Da werden wir ein bisschen schneller. Mhm. Ich bin schon in eine ganz andere Richtung geschwommen als du. That place looks real dark and spooky down there. Da ist so ein Lampenfisch. Ja, ja. Das ist bestimmt gefährlich. Stimmt. Ich mag so einen Fisch. Ich hatte aber bei Mario schon Angst, es gab auch so mal so einen Fisch, der dich gegessen hat, wenn du so ein Fisch warst. Ja, ja, ja. Ich hatte als Kind so Schiss vor dem. Ich frage es nur. Meine, kennst du die Lichter? Was ist denn da unten? Komm zu mir. Ich tauche einfach nach unten, alles gut. Okay, müssen das irgendwo hinbringen. Ja, wahrscheinlich da zu dieser Schraube. Wahrscheinlich. Okay. Müssen wir wahrscheinlich. Ja. Jetzt drehen. Mhm. Mhm.
Nee, nee. Also ja, die Dings, wir müssen das halt noch wieder zum anderen Dings. Oh Gott, das kann man jetzt wieder. Ja. Eins haben wir noch. Jetzt fließen natürlich. Warum mussten sie dann so einen blöden Fisch einbauen? Ja, es wäre ja sonst zu einfach. Nee, das finde ich nicht gut. Ich bin kein Freund des Wassers. Es tut mir leid. Okay, also haben wir das. Ich bin auch nicht freundlich. Okay, das worked jetzt. Was machen wir jetzt? Dann gibt es wahrscheinlich noch drei andere Arme. Genau. Let's find the other one. Wo ist denn überhaupt die Kapsel jetzt? Ja, das ist die Dings. Können ja einfach mal diesen Dingern folgen. Na, ich glaube, wir müssen wieder da hoch. Ne, du bist an der Maschine dran. Du musst auf die andere Seite. Genau. Genau, jetzt können wir halt dem Roten zum Beispiel hinterher schwimmen. Und gucken, was da halt zu tun ist. Du bist ja im Wasser. Kannst du noch irgendwas machen? So? Mhm. Jetzt muss ich nur auf die andere Seite. Okay. Passt schon. Das passt schon. Ist das Lava? Komm ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich da hinkommen soll. Dann geh einfach mal über die andere Seite. Na, nicht so. Nicht drüber. Nicht drüber. Halfway there. So where do we go?
Kannst du noch was? Ne, du kannst nicht da hoch. Kannst du oben drüber noch? Eine Unterseite. Ja, das Ding, was du wahrscheinlich drehen kannst. Geh mal nur auf die andere Seite. Genau, und jetzt kannst du mich auch dahin drehen. Noch ein Stück runter. Ja. Okay. Jo. Okay. Jo, zur letzten. Nö, 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 ich kann hier lang sliden. So, nee, runter. So, dann fehlt nur noch die grüne. Ja, ich hab schon so halb auf dem Weg. Sehr eilig. Ja, ich seh schon. Okay. Ein Unterwasserlevel und da. Oh, ich habe als GameCube-Spiel damals das mit Findet Nemo gespielt und das war genauso, nur ein bisschen dunkler und das war so gruselig. Dass ich glaube, und die Mario Wasserwelt mit diesem komischen Aal und mit diesem gefangenen Fisch da, den ich die ganze Zeit essen will, ich glaube, der war mir sehr gepredigt. Gepredigt? Geprägt. Gepredigt? Warum sag ich denn sowas? Ja, jetzt weiß ich nicht, was dir der gepredigt hat, aber. Ja. Was ist denn los? Du überlebst jetzt erstmal das Wasserlevel, ja? Bevor dir irgendjemanden fertig machst, ja? Ja, ja. Ist halt schon. Leveles Ding. Was war das denn? Okay. Ich hab meinen anderen Weg als du. Ja, hast du wohl. Is that water? What is this machine? Oh. Ja, ich muss es hören. Mhm. Ich muss erst mal hören. Na, dadurch. Okay. Jetzt fehle ich ganz schön ein hier. Alter. Okay.
zentral. Dann nehmen wir es auf. Ja, kannst du da was machen? Nee. Okay, gut, erledigt. Ach, das war's schon. Ja. Mussten das nur mal wieder ins Rollen bringen. Ich weiß nicht, dass das eine gute Maschine ist. Also, habe ich da was dagegen? Mhm. Ja, doch da oben lang. Okay. Ich will die Schatze. Ja, ich bin jetzt schon da drin. Ja, ich bin da schon drin. Haben wir noch mal ein Eisrennen? In irgendein Fenster. Mach mich nicht aus. Lach dich an. Jo. Sind wir zumindest schon mal da. Müssen wir nur noch wahrscheinlich nach ganz oben. Ach, das hätte ich auch nicht gedacht. Oh ja, das stimmt. Feels great to be above the ground again. Was ist denn los mit dir? Kann ich längst schneller. Drück schon so. Ja, schwerer als du. Bei mir dauert das ein bisschen länger halt. Ich kann auch nichts dafür. Jetzt gehen wir runter. Ja. Ja, ich denke, es wird nicht funktionieren. Als ob das jetzt reibungslos funktioniert. Das haben wir uns verdient. Mhm. Ja, jetzt bleibt es mittendrin hängen. 100 pro. Nein, treten jetzt mal. You know, we haven't been on vacation since Rose was born. Really? Mm. It's been that long? Yep. Like, why did we stop going skiing? Well, Rose was born, and then the bills piled up. Yeah. Yeah, I guess. Oh, and then we had that leak in the roof, remember? Oh, don't remind me.
Maybe once we've sold the house, there might be some money left over for. Das Haus wollen wir auch noch verkaufen, okay. Hey, you could take Rose to Waterland. Yeah, it's a great idea. Ach so, die reden. Ja, okay, jetzt hab's verstanden. Die haben jetzt gerade drüber gesprochen, was wäre, wenn. Wie sozusagen. Ja, ja, ja. Alright. Wie rennst du denn? Wie renn ich denn? Einfach ein fucking Pro. Weißt du schon, dass ich schneller drücken kann als du? Ja, ich bin zu weit hinten. Falsche Bahn genommen, leider. Nee, Schatzi. Bleib doch einmal da stehen, wo du bist. Okay. Komm jetzt her. Schieb den hier ran. Jetzt soll ich da stehen, wo ich bin. Dann soll ich den reinschieben. So, und jetzt schieb mich darüber. Zurück, bitte. Ja, ein Stück nach hinten. Mhm. Mhm, stopp. Das hilft mir nix. Okay, ich muss jetzt hier. Ja, bitte. Ich muss jetzt hier hoch. Mhm. Ich wahrscheinlich hier hin, aber ich weiß noch nicht. Ah ja, du kannst mich schieben. Okay. Dann zieh mich mal. Ziehen oder schieben? Ja, jetzt musst du den anderen holen. Ich weiß. Aber den Gefallen tue ich dir leider nicht. Oh Mann. Das hätten wir getan. Bestimmt. Bestimmt hättest du das. Was hast du denn da? Ah, nicht hoch. Okay.
Eine Eislaufbahn. Ja, ist das? Aber die Hörner. Kannst du doch nicht sagen, dass das hier. Natürlich. Okay, danke für die Ausführung. Jetzt habe ich es verstanden. Aber sehr interessant, dass die Kacke ist. Ja. Wieso, Buch? Wieso? Mhm, dem wir es helfen. Manchmal nimmt der. Hallo! Hallo! Ach ja, jetzt sind. Ja, jetzt sind das wieder nicht. Ist schon klar. Was war das? Der hat den einfach nicht mehr angezogen. Obwohl ich das gedrückt habe. Denke. Aha. Ja, ja, ja. Was hattest du gemacht? Nicht. Sag mal. Nee. Ach so, nee. Du musst dich abstoßen. Von da. Oh, thanks for the piggyback.
Mussten wir uns nicht anziehen einfach? Ja. Kommst du dann? Das... Ja, der spielt auch keine Rolle, ich bin abgestürzt. Trotzdem. Na, wenn wir uns angezogen hätten, gleichzeitig dann wären wir in der Mitte gelandet. We should stay close to each other. Keep your magnet ready. Ich kann's nicht. Vielleicht kannst du dich damit noch anziehen oder so. Geradeaus. Ach, immer wenn der Schneesturm kommt. Guck mal, das ist da, dann musst du dich da fassen. Okay, jetzt. Ich drück. Kannst du irgendwie rechts laufen oder so? Naja. Du kannst dich ja da nicht festhalten, oder? Nee, du musst hier bleiben. Na klar, ich kann mich doch da in der Mitte festhalten. Du nicht. Ich kann mich doch an das Blaue da klemmen. Du nicht. Wenn du da wieder hingegangen wärst. So, früh losgelassen. Ja, danke. Jetzt? Okay, auf drei festhalten. Okay. Eins,
3. Ah ja. Ach, jetzt kommen wir auf einmal gegen den Sturm an, oder was? Ah ja. Ich verstehe, ich verstehe. Nicht. Turm. Ja. Man war nur nicht so oft alleine wie jetzt, ha? Huh? Mhm. So ja, scheinbar in letzter Zeit halt auf jeden Fall nicht, eine nee. Kleine peinliche Stille. Ja, ich glaube, weil die sich so gefeiert haben und so und eigentlich ja sich scheiden wollen, das war, glaube ich, irgendwie so widersprüchlich. Making great progress. We got more work to do though. Oof. Are you ready? Okay. Let's get going! Ich zwei Teddy. Oh, sie süß, sie ist überall da, wo die Dinger passieren irgendwie. Hm. Was macht sie da? Butter schneiden? Vielleicht macht sich gerade was zu essen. Ich meine, die muss ja irgendwann mal essen, oder? Ja, Brot. Scheibe Brot. Mom and Dad. Letter B is number 2. Congratulations. Isn't this exciting? Yes, we're thrilled. Good. Now, how do you find your purpose in life? Hmm? Through, wait for it, passion. Yeah, I still don't see the connection here. Because you've lost your passion, Cody. The passion that lights the path to your purpose in life. Passion, path, purpose, passion, you know, No. Maybe he's talking about you wanting to be a gardener. Good me. Tell him, tell him. Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And secondly, never really seemed to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault? You see, this is why we can't live together. You see, that's why I gave up. I do see. But look what it did to your relationship. Okay, ich sehe dich schon irgendwas mit Pflanzen machen. Jetzt gleich als Feature.
Gott, was hast du denn da alles? Sicher. Ja, wir werden es los, aber nicht mehr in der Folge, sondern in der nächsten. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da und wir bedanken uns fürs Einschalten. Sagen tschüss. Bis dahin, bleibt geschmeidig.